So, einen wunderschönen guten Tag, meine Damen und Herren, und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Dyson Sphere Program 25, glaube ich, weiß es nicht mehr genau. Ja, in einer neuen Aufnahmesession. Das bedeutet, ich habe wieder keine Ahnung, was ich beim letzten Mal gemacht habe. Ich weiß nur, dass ich am Ende der letzten Folge ziemlich durchgedreht bin. Entschuldigung nochmal dafür, aber ja, ich erinnere mich. Die Katastrophe mit den Matrizen. Da war was. Da war was. Genau. Und wir haben hier unseren Assembler mit den Magnetic Coils. Und der arbeitet ein kleines bisschen zu langsam für unseren Geschmack. Wir könnten ja theoretisch spaßeshalber die beiden Sorter mal upgraden. Wer ist denn damit? Ja gut, aber dadurch arbeitet er nicht schneller, ne? Nee. Dadurch bekommen wir auch nicht mehr Coils. Die Lager sind allerdings auch komplett voll. Ja, mal kurz absprechen, was wir jetzt machen werden. Was ist der Plan? Der Plan ist, dass wir hier hinkommen. Planetary Logistics System. Require Thruster steht hier. Heißt, wir brauchen noch etwas dafür. Und ich würde mal kurz gucken, was das ist. Thruster, hä? Huh? Gut, die müssen wir auf jeden Fall sowieso noch aktivieren. Sind das die zufällig? Graphen und nochmal Graphen. Okay. Hm. Ja, also dieses Planetary Logistics System ist auf jeden Fall der nächste Schritt. Den werden wir brauchen. Denn ich habe mal ein paar Screenshots mir von anderem Gameplay angeschaut. Und ich habe irgendwie das Gefühl, dass wir hier ziemlich Mist gebaut haben. Gut, mal abgesehen davon, also ich wusste schon, dass wir hier ziemlich Mist gebaut haben. Aber Gott, bei allen anderen sah das so sortiert aus. Also, falls ihr jetzt selber das Spiel spielt und auch ein bisschen mehr Ahnung von solchen Aufbauspielen habt, also zumindest mehr Ahnung als ich, und gerade vor dem Bildschirm sitzt und einfach nur die Hände über den Kopf zusammenschlagt, das tut mir wahnsinnig leid. Aber ich habe tatsächlich noch nie so ein Spiel in dieser Art gespielt. Tetris Factory und Factorio habe ich selber nie angespielt, das kannte ich nur von Let's Plays. Deswegen verzeiht mir, falls ich etwas unkoordiniert rüberkomme. Gut, ich würde jetzt nochmal ganz kurz hier gucken. So, Require Thruster. Wo bekommen wir denn diese Thruster her? Was sind Thruster überhaupt? Schubdüsen oder sowas, ne? Vielleicht ist das ja hier unter den Upgrades. Wobei, das glaube ich halt auch nicht. Nee. Mm-mm. Aber das ist auch der einzige Fall, der hier hingeht. Deswegen wundere ich mich gerade ein kleines bisschen. Gut, also der braucht auf jeden Fall Sachen, die wir noch nicht haben. Logistic drones will automatically transport cargo between stations when you set corresponding items for so... Oh. Oh. Oh, das ist sehr interessant. Oh, das ist sehr, sehr interessant. Das ist sehr interessant. Okay, wir können es aber auf jeden Fall noch nicht machen. Deswegen, ich schau mal kurz. Also, wir haben, was haben wir hier denn? Den Fractionator. Werden wir wahrscheinlich auch noch brauchen. Die Hydrogen Fuel Rods, die sollten wir auch erforschen. Ich würde die mal als nächstes machen. Wir haben die ja schon. Aber die können wir noch nicht selber herstellen. X-Ray Cracking. High Energy X-Ray Photocatalytics can crack refined oil into more hydrogen and process the... Oh! Oh! Das sollten wir... Okay, das mache ich danach. Damit können wir... Pass auf, damit können wir...
dieses andere Rezept hier. Warte. Wasserstoff. Mir wird es hier gerade nicht angezeigt. Wir hatten noch ein zweites Wasserstoffrezept, wo wir im Prinzip unendlich Wasserstoff rausbekommen. Wir haben uns die ganze Zeit gefragt, warum das nicht geht. Das geht nicht, weil wir das noch nicht erforscht haben. Das muss man mir doch sagen. Okay. Genau, wenn wir dieses Planetary Logistics System noch nicht machen können, dann wäre, glaube ich, mein nächstes Ziel der bessere Assembler. Und für den brauchen wir im Prinzip nur diese Graphene-Dinger und die... was auch immer das andere war, warte. Schau kurz nach. Hier. Den Processor, genau. Und für den Processor brauchten wir das hier. Und das stellen wir, glaube ich, schon automatisch her. Oder zumindest wollte ich es automatisch herstellen lassen. Ja, ich glaube, wir stellen es schon automatisch her. Ich schau mal kurz nach. Ja, okay, wir haben ein bisschen was davon. Das ist ganz cool. Und damit müssen wir diese Prozessoren herstellen. Vielleicht sollten wir das schon mal machen. Dafür brauchen wir noch Circuit Boards. Die haben wir im Inventar. Das heißt, ich nehme mir mal kurz hier so die Hälfte raus. Und dann schauen wir mal, wie weit wir kommen. Ich mach mal so 10 Stück davon. Okay. Und dann... Ah, ich erinnere mich. Und dann wollten wir das auch automatisieren. Und ich wollte hier... Hier wollte ich Circuit Boards machen. Ich erinnere mich, deswegen habe ich hier die Eisenleitung gemacht. Ah. Ja, ich sollte mich mal daran gewöhnen, die Sachen lieber fertigzustellen, ne? Ja, genau. Und jetzt bekommen wir hier hinten nämlich wieder Circuit Boards raus. Und die können wir dazu verwenden, um jetzt die Prozessoren vollautomatisch herzustellen. Ich erinnere mich. Ich erinnere mich. Okay, gib mir mal kurz einen Assembler. Ich pack den mal hier so nebendran. Das ist mal wieder überhaupt nicht geordnet. In keinster Art und Weise. Und das wird uns am Ende echt Kopf und Kragen kosten. Aber mir ist es gerade egal. Sollte es mir nicht sein, aber es ist mir egal. Sorry, not sorry. So, dann dort mal kurz den hin. Und pass auf, jetzt packen wir hier das Rezept rein. So, hier kommt extrem wenig bei rum, weil wir einfach unfassbar wenig von dem Zeug hier bekommen. Das ist halt echt nicht normal. Wir brauchen dringend bessere Smelter. Also unsere Silikonproduktion ist absolut im Arsch. Ich glaube, das Spiel will uns damit sagen, dass wir einen Planeten mit Silikon finden müssen. Aber soweit ich weiß, können wir auch noch gar nicht auf anderen Planeten rauf. Deswegen wundert mich das so ein bisschen. Okay, wir können Graphene herstellen. Rare veins scatter around different planets. They will greatly improve production efficiency. So if you find them, collect them and put them as a part of industrial production. Gut, ich glaube, wir haben hier keine seltenen Erze. So, pass auf. Ich packe hier erstmal nur ein Storage dahinter. Ich weiß nämlich nicht, ob wir diese Prozessoren weiterverarbeiten müssen. Deswegen mache ich das erstmal so. Ich denke einfach mal, das ist in Ordnung. Not sure, but... let's see. Das sieht wunderbar aus. Hat das überhaupt geklappt? I guess. Ja, es kommt mega wenig bei rum. Es kommt mega wenig bei rum. Jetzt kommt hier einer wieder rein. Der geht da wieder rein. Der macht das. Ja. Das ist nicht besonders gut. Wir brauchen bessere Smelter. Aber ich glaube, ich habe letztes Mal schon mal danach gesucht und habe nichts gefunden, ne? Ich meine, mich da an irgendwas ändern zu können. So, hierfür brauchen wir Sulfuric Acid. Das haben wir nicht.
Wasser und Refined Oil. Sollten wir auch automatisieren, ne? Die Frage ist, wo machen wir das am besten? Ich geh mal kurz auf Planetary Mode. Wir können das theoretisch hier hinten machen, ne? Lass das mal hier hinten machen. Gut. Pass auf. Dann machen wir Folgendes. Wir werden uns mal... Was haben wir denn hier noch? Gathering. Die haben wir nicht mal mehr. Okay, ich mache mir einen weiteren Oil Extractor. So. Und... Wir brauchen... Oil Refinery. Hier. Dafür brauchen wir die Stone Bricks. Die haben wir nicht mehr. Dann müssen wir uns hier kurz mal hinten bei den Kisten bedienen. Wir sollten ja hier ein bisschen was haben, genau. Ich mach mal alle 5. Oh. Es scheint noch keine Hydrogen. Ah ne, das sind die Plasma Exciter. Ja, okay, die können wir uns auch mal kurz nehmen. Davon haben wir auch 1, 2. Unser Inventar ist erstaunlich voll, ne? Oh je. Okay. So. Damit haben wir den. Und dann würde ich nochmal eine Chemical. Ein Chemical Plant herstellen. Falls wir das können. Dazu fehlt uns Stahl. Stahl sollten wir sowieso auch im Inventar haben. Ich weiß gar nicht, warum ich das gar nicht habe. Wir haben ja genug. Das ist das Schöne, wenn man alles automatisiert hat. Und ich habe irgendwie diese... Warte mal. So habe ich das da gemacht. Okay. Pass mal auf. Ich reiß mir hier kurz ein bisschen was ab. Denn ich merke gerade, dass wir hier vergessen haben, sowas reinzusetzen. Na toll. Dann hier hin. So. Oh, ich habe den falschen. Egal. Egal. Dann muss ich den hier upgraden. Upgraden. Wie gesagt, upgraden. Upgrade. Danke. Okay. Das habe ich nämlich vergessen. Dann kann ich hier mal kurz ein bisschen was aus meinem Inventar entleeren. Wunderbar. 2 Slots mehr. Das ist doch mal etwas Wunderbares. So. Ich wollte eine Chemical Plant herstellen, ne? Genau. Machen wir das mal kurz. Kommt hier echt einiges langsam zusammen. Judy! Folgendes. Wir fliegen mal kurz in Richtung hier hinten. Oh, und wir brauchen die hier. So. Denn wir brauchen ja auch hier hinten irgendwie Strom. Ne? Und wenn ich jetzt hier rangehe, dann ist unser Stromnetzwerk bald wieder am Arsch. Ja, ich lasse es mal. Okay, wir brauchen jetzt hier unsere gute Extractor-Maschine. Der hier. Der kommt jetzt einmal oben drauf. So, wo war der Output? Hier war der Output. Das ist, denke ich, mal in Ordnung. Und wir leiten das Ganze jetzt in... Ich glaube, 3 Refineries ist es... Ja. Waren 3 gut? Ich glaube, 3 waren ganz in Ordnung, ne? Irgendwie so. Wird schon klappen. Sagte er.
Das geht so nicht. So schon eher. Okay, wir haben die Hydrogen Fuel Rods fertiggestellt. Sehr schön. Können wir uns auch demnächst mal anschauen. Und jetzt brauchen wir sowas. Collide with other object. Bitte? Excuse me. Dann. I mean. Dann meinetwegen auch so, habe ich auch nichts dagegen. Okay, wir brauchen ein bisschen Strom. Wir erstmal damit. Okay. Sehr schön. Und dann einmal einen Sorter da rein. Okay, wir müssen jetzt hier Rezepte hinstellen. Und zwar. Ja gut, wir haben nur eins. Da ist nicht allzu viel Auswahl da. Okay. Und jetzt wird das Ganze hier produziert. Ich hoffe, drei sind genug. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Ich glaube, wir haben bei uns da hinten vier stehen und das war zu viel. Also, ja, drei wird genug sein. Jetzt war... Genau, hier bekamen wir jetzt zwei Produkte raus. Wie machen wir das jetzt am besten? Wir haben nicht so viele Foundations, ne? Versuche hier mal so ein bisschen was zu glätten. Das sieht gerade mega scheiße aus, ich weiß, aber... das ist jetzt gerade nur, damit ich hier ein bisschen bauen kann. Also. Wir müssen hier mehrere Outputs rausnehmen. Das war der Clou. Und ich würde... Sagen wir, ich mache das so. Ja. Wie ist eigentlich gerade meine Technologie voran? Irgendwie nicht, ne? Lack of Research Items. Habe ich da wieder Mist gebaut? Warte mal. Wir müssen mal kurz nachgucken, ob ich wieder Mist gebaut habe. Ja, ich habe wieder Mist gebaut. Gut, dass ich nochmal nachgucke. Misto Grande. Alles klar. Jetzt geht's weiter. Und ich sehe gerade, dass wir wieder ein bisschen auffüllen müssen, ne? Was hier wollte ich machen? Was kann ich denn verfeuern? Ich habe vier Holz im Inventar, die kann ich verfeuern. Und was habe ich noch, was ich verfeuern kann? Das ist mein Exciter. Graphit. Ja, lol, ich kann tatsächlich Graphit verfeuern. Ist wahrscheinlich gar nicht so schlau, aber ich mache es einfach mal. Weil ich es kann. Aber wir haben da hinten auch genug. Warte mal. Ich hole mal kurz uns ein bisschen Graphit. Guck mal. Wir haben mehr als genug. Damit erstmal unser Inventar wieder ein bisschen aufladen, überladen. Cool. Oh. Wenn wir über dem Ozean leer gehen, das ist nicht so toll. Okay, jetzt geht zumindest die Forschung wieder ein bisschen weiter. Okay, ich habe jetzt die drei Förderbänder hier rausgeholt. Und, jetzt hier Sorter. Und die holen jetzt das Falsche raus. Ja. Set Filter. Wir wollen das Öl haben. Hier wollen wir auch das Öl haben. Und hier wollen wir auch das Öl haben. Gut, dann müssen wir mal kurz hier manuell ein bisschen aufräumen. Ja. Und du kommst auch mal kurz weg. So, der Grund, warum ich jetzt die Förderbänder so weit nach vorne gebaut habe, ist einfach, damit wir
keinen Platzmangel bekommen, wenn wir den zweiten Output irgendwie weiterleiten müssen, weil wir müssen jetzt zwangsmäßig mit dem Hydrogen hochgehen. Also sowas hier. Gehen wir mal bis hier. Sowas. Und sowas. Ja. Okay. Und pass auf. Jetzt sage ich, ich möchte das schon mal nicht so haben. Aber ich möchte es so haben. Jetzt machen wir hier eine gute Leitung hin. Ne? Und meinetwegen jetzt hier so einen guten Sorter. Und die haben keinen Strom. Natürlich haben die keinen Strom. Hätte nichts anderes erwartet. Jetzt hat er in der Mitte immer noch keinen Strom. Ich glaube, es hackt. So. Meine Güte. Und da wird dann im besten Fall unser ganzes Hydrogen abtransportiert. Ich lass mal das Ganze erstmal hier so ein bisschen in die Richtung führen. Und bei der Gelegenheit stelle ich gleich ein paar mehr davon her. So. Sehr schön. Okay. Das sieht ganz gut aus, ne? Ich glaube, das sieht ganz gut aus. Sehr schön. Folgendes. Jetzt müssen wir... Was war jetzt unser Plan? Wir wollten... Ich muss nochmal kurz selber nachgucken. Wir wollten hier Sulfuric Acid herstellen. Und zwar in der Chemical Factory. Und dafür brauchen wir Wasser, Stein und unser gutes Öl. Das heißt, wir werden hier jetzt vielleicht sogar zwei von diesen Chemical Factories aufstellen. Oder drei? Ich mache erstmal zwei. Keine Ahnung, wie schnell die arbeiten. Irgendwie so. Und die haben natürlich auch keinen Strom. Ist klar. Okay. Sollte ja eigentlich recht simpel sein. Wir werden mal hier einen Tank hinstellen. Irgendwie so. Und dann werden wir... ganze Zeug da reinfüllen. Wir können den Tank gerne auch ein bisschen höher bauen. X-Ray Cracking. Sehr schön. Okay, wir machen mal kurz eine Technologie woanders weiter. Hier, Thruster. Die möchte ich als nächstes machen. Oh, 1000 Rot. Ja, die brauchen wir. Okay. Alles klar. Habe ich das ja nicht übersehen? Ich bin ein Idiot. Okay. Ich habe die zu weit vorne gebaut, ne? Wir brauchen einen Splitter. Und in dem Fall können wir dann eigentlich wirklich drei... Wollen wir drei Chemical Factories? Ach komm. Was soll der Geiz? Und ich sehe gerade, dass wir schon wieder bei 24 Minuten sind. Wunderbar. Machen wir das mal so. Irgendwie so. Okay. Und du kommst weg. Pass auf, dann machen wir das in der nächsten Folge fertig. Hoffentlich. Und dann stellen wir Sulfur oder... Nee,
Schwefelsäure ist das. Schwefelsäure, Sulfuric Acid, ja, Schwefelsäure. Wir stellen selber Schwefelsäure her, ist das nicht fantastisch? Freue mich drauf. Okay, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, habt einen wunderschönen Tag. Macht's gut und ciao.